Leute, wir wollten gerade anfangen mit Film und dann dachte ich, ich gucke gerade nicht richtig, wirklich ohne Mist. Ihr seht hier, wir haben auf der linken Seite des Fahrzeugs das Tafellicht an und auf der rechten, was ist denn hier bitte los? Gar kein Licht an, das gibt's doch nicht. Einen schönen guten Morgen, liebe Leute, wir sind hier wirklich, es ist nicht mal, ich gucke gerade auf die Uhr, es ist nicht mal um 8, die Augen schlafen noch, absoluter Wahnsinn. Heute ist ein großer Tag für den jungen Mann hier neben mir, Calvin. Warum? Genau, heute ist Auslieferung, heute ist Delivery Day. Ja. Und ja, ich krieg mein neues Auto. Ein Traum, oder? Ein Model 3 Performance in Grau, ein Refresh. Das Besondere heute ist ja wirklich, wir fahren heute nicht zum Service Center oder sonst was, sondern das Fahrzeug kommt zu uns nach Hause. Es ist eine Home Delivery. Krass, oder? Warum ist das so, Calvin? Ja, das hat folgende Gründe. Derzeit ist ja immer noch die Corona-Pandemie und es gibt mehrere Auflagen der Stadt Mannheim, die dann verboten haben, neue Fahrzeuge auszuliefern an diesem Standort. Und deshalb muss ich leider, oder glücklicherweise kann ich dann hier warten, ist alles nicht so easy gelaufen. Ja. Also eine Home Delivery klingt eigentlich im ersten Moment sehr, sehr komfortabel, aber es war, glaube ich, mehr Aufwand und mehr Stress als eine ganz normale Abholung. Auf jeden Fall, das denken wir auch. Wir hoffen auch, dass die Karre einigermaßen guten Zustand hat. Und ihr seht auch schon, jetzt gibt's erstmal lecker Schmackofax. Kennzeichen sind auch schon da. Einmal frei, wir lassen es uns gut gehen. Und ich denke mal, vormittags irgendwann wird der Wagen dann anrollen. So Leute, wir liegen hier auf dem Sofa, war. Wir hatten es vorhin um 8 und jetzt haben wir es mittlerweile schon knapp um 2. Also die Zeit fliegt ziemlich. Calvin, hast du schon eine Nachricht oder irgendein Lebenszeichen für Tesla bekommen? Wir haben eben gerade eine SMS bekommen, dass das Auto zugestellt werden soll zwischen 15 und 17 Uhr. Weiteres ist noch nicht bekannt. Man wird sich dann nochmal melden. Mal schauen, ob das passiert. Das ist wieder Tesla-like, war, wie wir es kennen. Wir sind sehr gespannt. Calvin, bist du immer noch aufgeregt oder noch nicht so? Ah, so langsam steigt die Aufregung doch, aber ich hoffe eher, dass alles halt gut wird, weißt du, dass der LKW pünktlich kommt, dass er den Weg auffindet, dass beim Abladen nichts passiert. Auf jeden Fall. Also es ist eher so, ich will schon, ist keine Aufregung um das Auto, sondern eher so Aufregung um den ganzen Prozess. 6,5 Stunden später. So Leute, André ist schon abgehauen, aber ich habe eben gerade einen Anruf bekommen, dass Tesla jetzt da ist, beziehungsweise der Transportunternehmer, der den Tesla bringt. Und jo, jetzt geht's ganz schnell raus, denn die warten schon und stehen mitten auf der Straße. So, wir suchen jetzt meinen Tesla. Der LKW-Fahrer oder der Transportunternehmer sei ist hier einen der Straßen. Wir können aber noch nicht sehen. Also auch da vorne? Nee? Da, eventuell da hinten, genau. Ja. Nee. Nee. Also. Hier ist er nicht. Dann muss er ganz da vorne sein. So, hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Jetzt geht's los. Wir haben jetzt noch die letzten Anweisungen gegeben. Jetzt geht's ganz hinter ins Wohngebiet. Ja, und wir laufen jetzt mal hinterher. Das ist jetzt die Tesla Home Delivery direkt an meiner Tiefgarage. Ciao, ciao. Dann morgen. So, liebe Leute, ich bin wieder da. Jetzt mit meinem neuen Auto und wie ihr es wahrscheinlich schon ahnen könnt, ist nicht alles so gut verlaufen. Ne? Ja, und da gehen wir jetzt mal drauf ein. Also Calvin, es war verdammt spät. Eigentlich wollte ich dich begleiten bei der Home Delivery, aber wir hatten ja eine Uhrzeit, das war dann für mich nicht mehr vertretbar. Das heißt, ich musste dann nach Hause, ich hatte noch einen Physiotherapie-Termin. Wann war das denn, wann der Wagen kam? Ja, das war kurz vor 18 Uhr. Mhm. Kam dann der Anruf, dass der Fahrer schon da sei und wir mussten halt erstmal suchen gehen. Ja. Weil er selbst nicht so genau wusste, wo er hin sollte. Obwohl die Adresse eigentlich schon mehrfach mit dem Sales abgesprochen war, mit genauen Koordinaten, wo man hingehen sollte oder hinfahren sollte. Das kann ich bestätigen, Leute. Der Calvin ist ein sehr, ich sag mal, Perfektionist. Von daher 100% kann ich das bestätigen. Genau. Und das wurde wohl dem Dienstleister null mitgeteilt. Der Dienstleister, also es ist nicht Tesla selbst, der die Autos bringt. Also das sind Dienstleister, die Tesla einkauft. Ja, die kommen da entweder mit ihrem Privat-Pkw, mit einem Hänger hinten drauf oder mit LKWs. Also das ist dann halt alles, was man so auf dem freien Markt halt für günstig Geld bekommen kann. Okay, Calvin, Home Delivery hin oder her. Du hast den Wagen jetzt hier stehen. Ich denke mal, du bist auch stolz drauf oder freust dich jetzt wirklich, dass du den hast, oder? Ja, also ich freue mich schon, dass ich den habe. Aber ich habe eigentlich schon
schon im Kopf, Hinterkopf, dass der Wagen halt mindestens 3-4 Termine noch braucht, bis er wirklich den Zustand hat, wie man normalerweise eigentlich einen Neuwagen ausliefert. Ja. Warum das so ist und welche Menge der Wagen jetzt hat, das gehen wir mal durch. Ich muss aber zu Beginn direkt mal sagen, die Farbe ist sexy. Gerade mit dem Chrome Delete, das passt so dazu, diese, ich sag mal, Überturbinen, wa? Überturbinenfelgen. So, Kelvin, es ist dein Auto. Ich würde sagen, ich gebe dir jetzt das Mikro mal und du gehst mal mit den Mängeln überall durch. Leider sind immer noch einige Mängel am Fahrzeug, auch wenn es Neuwagen ist. Dazu gehört zum Beispiel hier der Kratzer im Glas. Der befindet sich auf der Innenseite, ist nicht mal außen. Das muss augenscheinlich wohl bei der Produktion und Montage des Innenraums passiert sein. Ein weiterer Punkt, der leider ein bisschen heftiger ist, ist dieser Kratzer hier direkt unterm Spoiler. Ich vermute mal auch, das ist aus der Montage im Werk. André wird dazu noch mal ein paar Fotos einblenden. Ebenso ist Glas hier abgesplittert am Rücklicht. Das ist leider auch deutlich zu sehen. Ja, was haben wir noch? Dann ist die Heckklappe nicht richtig eingefasst. Das sieht man auf beiden Rückleuchten relativ gut. So, wenn wir hier weitergehen, sehen wir auch hier auf der anderen Seite das Rücklicht. Das sitzt einfach nicht richtig bündig. Dann geht's weiter hier unten, Radhausschalen, typischer Tesla-Mangel hier, die nicht richtig sitzen. Auf der anderen Seite ist es ähnlich. So, und wer glaubt, Tesla hätte keine Spaltmaßprobleme mehr, dem muss ich eines Besseren belehren. Hier sehen wir leider ziemlich genau, dass die rechte Beifahrertür nicht richtig bündig zum Kotflügel sitzt. Da ist im oberen Teil ein schöner Spalt drinne. An der Front haben wir relativ wenige Probleme, bis auf jetzt. Jetzt haben wir nämlich das Problem, dass der rechte Scheinwerfer ausgefallen ist. Wir haben schon ein Reset probiert, jetzt nach dem neulichen Update geht der Scheinwerfer nicht mehr und damit habe ich auch auf der rechten Seite augenscheinlich kein Licht mehr, zumindest kein Tagfahrlicht mehr. Woran das liegen mag, wir wissen es nicht. Wir können es jetzt auch nicht mehr beheben. Auf der anderen Seite haben wir auch an der Fahrertür ein kleines Problem, nämlich hier ist nämlich eine Delle drinne. Man kann es leider hier auf dem Foto oder auf dem Video relativ schwer erkennen. Ich weiß nicht, ob es André hier mit reinbekommt. Ich glaube, wir blenden dazu einfach mal ein Foto ein. Da ist es, glaube ich, ein bisschen deutlicher zu erkennen. Ist keine tiefe Delle, aber eine schön breite Delle. Deswegen ist es optisch ein bisschen schwer zu erkennen. Und wenn wir jetzt mal in den Innenraum gehen, geht das Ganze natürlich weiter. Jetzt eigentlich schon fast ein Klassiker bei den Refresh-Modellen. Ist der Klebeabdruck. Der ist auf beiden Seiten, das heißt Fahrer- und Beifahrerseite auf der Innenverkleidung. Der lässt sich auch nicht mehr entfernen. Ich habe da Tipps von Ove bekommen. Danke dafür. Hat aber beides nicht funktioniert. Also weder das Würth Industry Clean noch Koshimi All Surface Cleaner funktionieren da. Das geht einfach nicht mehr raus. Ein weiterer Klassiker bei Tesla, verschmutzte Dachhimmel. Ja, ein relativ kleiner Fleck. Im Gegensatz zu André habe ich ja nur einen kleinen abbekommen. Du bist ja lustig. Genau, im Weiteren sehen wir auch das Polster auf dem Mittelsitz. Das sitzt nicht richtig bündig drin. Man erkennt es jetzt vielleicht nicht so ganz genau. André blendet dann auch mal ein Foto mit ein. So, bevor ich es vergesse, im Innenraum haben wir auf der Beifahrerseite natürlich auch noch ein kleines Problem. Einige hatten schon berichtet, dass der Teppich auf der Beifahrerseite nicht mehr passt. Und er passt sehr wohl. Aber das Problem ist, dass der Tunnel in der Mitte nicht mehr richtig korrekt eingebaut ist, beziehungsweise die Verkleidung an der Seite. Und dementsprechend passt auch der Teppich dann nicht mehr. So, während wir filmen, fallen mir immer noch mehr Mängel ein, die ich aufgeschrieben hatte. Unter anderem die lockeren Einstiegsleisten, die wir hier haben, die sind teilweise so locker, dass man die mit der Hand anheben kann. Ach du Scheiße, Mann! Genau, ach du Scheiße. Da ist gar kein Kleber drunter. Also werden wir mal überlegen, wie teuer ist so ein Performance hier eigentlich, Kelvin? Was hast du jetzt gezahlt, brutto? Listenpreis ist 60.520 Euro. Alter Vater, 60.000 für dieses Fahrzeug und dann kriegen, muss ich jetzt echt zu sagen, da kann man ein bisschen böse werden und stellen dir das so hin. Wir wissen alle, dass bei Tesla es immer mal Auslieferungsschwierigkeiten gibt, kleine Menge gibt und so weiter. Aber sowas hier hinzustellen ist schon eine kleine Frechheit, wenn ich das mal so sagen darf, ohne jetzt mal die Lichter anzugucken. Also da muss ich was tun. Ansonsten, ich weiß, Tesla baut richtig Hammerkisten, das muss man echt sagen. Habe ich ja auch gesagt, wenn du drinnen sitzt, ist das wirklich toll. Aber sowas hinzustellen für einen Kunden, für einen Endkunden, der 60.000 Scheine bezahlt. Nee, Leute, so geht's nicht. Da gibt's auf jeden Fall noch ein paar Termine, oder? Wie siehst du das? Wie geht's weiter? Ja, also wie es weitergeht, kann man mir leider nicht sagen. Also auch mit Gesprächen im Sales sieht sich leider keiner mehr irgendwie richtig zuständig für die ganze Geschichte. Also der Wagen wird sehr, sehr dreckig übergeben.
André kann ja hier auch nochmal Bilder einblenden. Also das Fahrzeug war arg verschmutzt, angeblich nur durch den Transport von Mannheim hierher. Was mich aber nicht ganz überzeugt in der Hinsicht, weil wie kommen die ganzen Schmutzflecken und alles drum und dran her, wenn es wirklich nur 60 Kilometer sind, das 40 Minuten Fahrt. Ich habe jetzt einen Termin, bestätigt hat man mir den auch noch nicht. Ja, man sagt, das sei alles mit Corona im Zusammenhang, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein absolut verschmutztes Auto, was angeblich dreimal gecheckt worden ist, irgendwie im Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen hängt. Also nee. Das kann mir irgendwie, glaube ich, keiner wirklich weismachen. Kelvin, da hast du noch einiges vor dir, ein paar Termine, so wie das aussieht. Ja. Ich wünsche dir trotzdem wirklich eine tolle Zeit. Wir werden das E-Klappstuhl-Treffen natürlich auch dieses Jahr dann wieder stattfinden lassen, sofern es Corona zulässt. Und dann werdet ihr auch Kelvin und vor allem auch meinen Umgebauten dann später zu Gesicht bekommen. Haltet die Ohren steif, Leute da draußen. Und Kelvin, dir viel Spaß mit deinem neuen Fahrzeug. Danke.